So, moin moin und willkommen zurück zu Dark Souls 2 auf dem PC. Letztes Mal sind wir in Majula ausgestiegen und ich habe gegen große Riesen gekämpft und noch ein wenig PvP gemacht. Und da werden wir heute den Weg fortsetzen von Dark Souls 2. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch nur kurz einmal was zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt. Praise the Sun als T-Shirt. Das ist super, super geil. Habe ich von QWERTY. Gibt es natürlich jetzt leider im Nachhinein nicht mehr zu kaufen. Schade, aber es ist auf jeden Fall ein super, super T-Shirt-Format. Da musste ich einfach zuschlagen. Manchmal kann man da einfach nicht mehr widerstehen. Und ja, bei Praise the Sun war es dann geschehen. Da musste ich einfach zuschlagen. So, wir machen jetzt bei den Riesen weiter. Da war das ja eigentlich relativ effektiv, zumindest empfand ich das so. Ich wurde ein bisschen fertig gemacht von dem Typen mit dem Zweihand. Aber der hier vorne war eigentlich nie das Problem für mich. Weil man dem eigentlich relativ gut einfach von hinten ausweichen kann. So, ein bisschen noch reinkommen. So, dann kann man zweimal hitten und dann läuft man einfach wieder weiter um ihn herum. Sollte man eigentlich auch zweihändig nehmen. Also sein. Wow, der Schwinger hat mich aber fast getroffen. Ja, wie gesagt, der ist echt easy. Geborstener blauer Augapfel. Keine Ahnung, wozu ich so einen Käse brauche. So, bei dem brauche ich jetzt aber mein Schild. Ich will ja momentan was. Ich will, glaube ich, Stärke investieren, damit ich das Schild von denen tragen kann, oder? Hä? Oh, habe ich den schon so oft probiert, dass der nicht mehr respawnt? Oder warum steht der jetzt nicht mehr? Jetzt nehme ich nur noch hier oben einer. Mit dem Schild. Ich weiß nicht, ob ich den schon so oft platt gemacht habe, dass er nicht mehr respawnt. Keine Ahnung, sehen wir ja dann. Oh. Oh. Naja, aber da hätte ich auch gerade schlecht um ihn herumlaufen können. Daneben. Daneben. Macht er euch ja noch irgendwas anderes außer diese Dreier-Kombo? Weil die kann man ja eigentlich relativ leicht umgehen. Oh! Man muss ein bisschen aufpassen, dass man da nicht runtergestoßen wird. Das ist mir, glaube ich, auch einmal passiert. Da. Was habe ich gesagt? Pisse aus meinem Arsch. Auch einfach, ey, herrlich. Ich sag nur, man muss ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht runtergestoßen wird, wenn man die Dinger blockt. Ja, aber der respawnt weiter fröhlich nach. Und den habe ich bestimmt öfter getötet. Uah. Uah. Block. Daneben. Pieks, Pieks. Oh nein, der steht noch. Alter, der hatte noch so ein Mini-Fitze Leben von einem oder so. Ein Kraftpunkt, ein TP, was auch immer. Oh, hier ist ja noch ein Item. Ich bin voll blind. Seelenlose und Menschenbild. Menschenbild klingt auch in der deutschen Übersetzung ein bisschen bescheuert, muss ich sagen. Ah, nimm die Seelen mit. Ja, jetzt nochmal. Oder komm, machen wir es noch nicht einfach. Man sollte sich den Kampf. Platz selbst aussuchen, nicht dort kämpfen, wo die wollen, sondern da, wo ich kämpfen will. Und ich will hier kämpfen, weil hier sind schöne Geländer. Und hier habe ich genügend Platz. Oh, ach so, du willst nicht herunterkommen. Das hättest du ja auch vorher sagen können. Wow. Wow. Oh. Oh, heute das. Na, jetzt kommst du doch oder resettest du schon wieder? Nee, der macht so beides. Blockt jetzt auf jeden Fall gerne. Fröhlich. Wie war das noch mit. Nee, das war. Ich komme nicht drauf, gebe ich ihm noch die Schelle? Nee. Egal. Das war schon wieder Arsch, Arsch, knapp. Egal. Vernichtet. So, jetzt geht's endlich weiter. So, was kommt hier vorne? Soll vielleicht wieder ein bisschen langsamer machen. Das sind drei? Alter, wenn die alle drei gleichzeitig mir ins Gesicht hauen wollen, ist echt unfair. Versucht links. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal so. Okay. Ah, guck mal, die, guck mal. Oh. Oh. Was jetzt? Oh, ein Riesenschwinger. Oh Gott, noch ein? Geblockt. Oh Gott. Alter, was macht der für Riesenschwinger? Kann man sein Schwert bekommen? Das wäre super awesome. Ich finde das super cool.
Jetzt. Okay. Okay, okay. Jetzt kommt ihr beide. Okay. Oh, lass mich mal weg. Ja, ja, lass mich erstmal weg. Komm, 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 komm. Ganz ruhig hier. Oh, jetzt machen sie beide ihre Combo. Wow, oh, jetzt kann er auf einmal auch pieksen. Ist ja neu. Oh Gott, Block. Oh Gott, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Warte, trink. Hau rein, Oh, lololol. Ah, dass sie sich selbst nicht treffen. Das da fängt dann... Das wäre wenigstens fair. Oh, scheiße. Oh, scheiße, das war... Nee, die muss ich irgendwie anders machen. Alter. Einer NP, zwei muss ich anders regeln. Wieso kommen die denn auch beide? Soll das so? Und wenigstens, stell dir vor, die würden alle drei kommen. Alle drei zusammen. Das wäre unfair. Na guck mal, so sind die so Pille-Palle. Na, der dritte Schwinger, der ist so ein bisschen gefährlich, weil da holt er weit aus. Und ansonsten... Gar nichts. Haben wir schon wieder ein Item gedroppt? Ah, okay, Müll. Aber was meint er mit versucht links? Sollte man... Kann man vielleicht erst den links machen, bevor man den in der Mitte macht? Oh. Bin ich auch wieder gepennt, irgendwie, ne? Was mache ich denn da? Oh Gott, ich hoffe hinter mir, ja. Wow, ich was reingelatscht in den Abgrund. Oh. Ja, so darf er mich scheppern. Ja. Muss jetzt irgendwas überlegen für die Vögel da vorne. Geht da links ein Weg lang? Sollte ich einfach mal an den vorbeiheizen oder was? Na guck mal, nee, die bewachen, glaube ich, die Tür dann. Kann das sein? Sobald der vor geht. Ja, die Schelle kassiere ich, aber jetzt gebe ich ihm. Kann ich nicht mehr schnell genug zum Blocken. Daneben. Riesenschwinger. Bam. Nee. Ich wollte eigentlich da unten drücken und mir so einen nehmen. Kommen die raus? Wow. Ja, die kommen. Aber ich will... Also hier ist eigentlich noch beschissener, mit denen zu kämpfen. Wo resetten die denn? Guck mal, da ist auch irgendwie so ein Pinökel, den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber wie weit laufen die denn? Ja, wenn die hierher kommt, hier können wir kämpfen von mir aus. Ja, hier kommen die zum Kämpfen. Okay. Die hören gar nicht auf. Okay. Es ist super gefährlich, da reinzuschlagen, wenn die beide voreinander stehen, habe ich das Gefühl. Oh ja. Ich darf auch nicht wieder die komplette Ausdauer verbrauchen. Ne? Ist auch blöde. Trink doch. Ja. Ja, toll. Der eine hört gerade auf, der andere fängt schon wieder an. Nein, ich habe die Ausdauer verbraucht. Oh, ich bin dumm. Und das Spiel bestraft mich sofort. Scheiße, ey. Irgendwie liegen die beiden Oberaffen mir nicht. Ich glaube, ich muss in dem Raum kämpfen und dann versuche ich sie zu umlaufen. So wie ich den eigentlich auch umlaufe. Eigentlich das Sinnvollste, glaube ich. Muss ja eh nur auf den, ne? Jetzt macht er den gar nicht. Er hilft mich trotzdem.
nicht weg. Alter. Ah! Peaks! Fuck, ey. Okay, erstmal warm werden oder so. Wenigstens. Das ist euch gar nicht so blöd. Man farmt hier wenigstens ein paar Seelen, ne? Sollte man nicht negativ sehen. Solange ich die nicht komplett verbrassel, ist eigentlich alles okay. Ja, komm her. Oh. Was? Wer voll daneben gepiekt? Ach komm, stirb. Oh. Jetzt blockt der einfach wieder. Na komm, hör mal auf zu blocken. Eine Sekunde, dann bist du tot. Gib mir eine Sekunde. Na komm schon, ich weiß, dass du es auch willst. War das nicht sogar der Year-End-Blockschlag? Geht das nicht bei so großen Fick-Penissen? So geht's auch. Was ist das hier eigentlich? Ziehen. Ja. Da geht irgendwas hoch. Kontrolle. Mhm. Sonst. Da links stehen wieder zwei gleichzeitig, ey. Oh, ich muss mich echt an diese Fickvögel gewöhnen, glaube ich. Komm her. Daneben. Du bist eine Schelle. Zu langsam, ey. Oh. Weiß ich nicht. Der ist echt nicht das Problem. Sind jetzt nur diese zwei. Ja. Ja. Wie mache ich das jetzt? Hack, 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 hack. Jetzt kann ich einmal zuhacken, aber dann stehen die beide vor mir und das kostet mich einfach verdammt nochmal viel zu viel Ausdauer. Ich habe auch keine Range. Warte mal, der ist jetzt in der Attacke. Jetzt hole ich dich noch. Oh, jetzt sind sie wieder gleichzeitig. Au, 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 au. Ich meine, so geht's vielleicht. Dauert halt nur ein bisschen. Wo will der andere schon wieder hin? Wieso läuft der? Also der ist zur Tür gegangen. Der ist resettet, oder? Irgendwie ja. Boah, shit! Oh, der eine hält. Jetzt hält der eine sich auf einmal raus. Warum? Jetzt auf einmal. Ja, mach deinen Schwinger. Oder auch nicht. Oh Gott, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Hä? Wieso steht der jetzt da? Und vorhin greift er nämlich die ganze Zeit zu zweit an. Ach, du bist doch ein Penis, ey. Muss ich nicht verstehen. Daneben, daneben. Mach den Schwinger. Oh ne, den starken Schlag. Oh, okay. Oh, ich hab nicht auf die Ausdauer geachtet. Ich Idiot. Was haben wir hier? Du brauchst auch Augenapfel. Was ist jetzt los? Was war das? Irgendwas hat die doch klunk, 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 klunk. Die Schrift stand G-links. Aber rechts habe ich doch erst irgendwas runtergemacht. Ich gehe rechts. Auch wenn der Schrift stand. Nee. Geschafft, ja. Das war auch gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ey, wenn mehrere Gegner drin sind, weißt du, ein Gegner kann man immer versuchen, noch, den hat man im Auge. Aber wenn man dann irgendwie zwei hat, das Nebelgate und ein großer Hobo vor. Oh.
Daneben. Oder? Ja, nee, hat getroffen. Alter. Ist ja fast 360 Grad. Tja. Daneben. Oh! Ja. Jetzt nochmal. Weg mit dir. Geht doch. Vorsicht umkreisen links. Vorsicht Phantom. Okay. Moment. Das wollte ich nicht. Shit. Ah, bin durch was runtergestoßen. Oh, soll ich wissen, dass hier so ein verkackter Boss kommt? Alter. Ich hab's wohl. Scheiße. Ich wollte schon sagen, ich hab's überlebt. WTF! Toll, mit dem habe ich nicht gerechnet, ey. Er wird auch unlustig, ey, mit seiner scheiß Hellebahn.